So, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, bevor wir jetzt anfangen weiterzuspielen, wollte ich mich erstmal für euer Feedback und für eure positiven Kommentare bedanken. Falls ihr euch gefragt habt, woher das Titelbild der ersten Folge war, das habt ihr gerade live gesehen. Ich hatte den Zug bei Rheinbach angehalten und einfach mal ein schönes Foto geschossen. So, und bevor wir jetzt damit weitermachen, was wir uns vorgenommen hatten, hatte ich noch zwei kleine Sachen vergessen. Und zwar, wir haben bei Jump City, haben wir hier die Straße schon fortgeführt gehabt. Das haben wir leider bei Rheinbach und Magdusstadt vergessen. Das wollte ich jetzt nochmal fix nachholen. Und hoffen, dass die Städte über den Bahnhof hinaus wachsen. So, ich habe auch erfreulicherweise drei Städtenamen von euch gekriegt. Und zwar die Kalux Gamer Crew hat mir vorgeschlagen, Treuen in Luxemburg umzubenennen. Das mache ich doch ganz gerne. So, des Weiteren wollte der Hans, dass ich Steinbach nach Lummerland umbenenne. Und ich habe auch schon einen dritten Vorschlag gekriegt. Das ist Mönchengladbach. Und ich habe mir die Karte vorher nochmal angeguckt und habe mir dann gedacht, wenn wir eh schon hier oben sind, um nachher Vieh und Getreide abzuholen, dann können wir Neustadt an der Ohr da auch anschließen. Und ja, ich denke mal, das wird dann die nächste Stadt sein. Deshalb benenne ich die auch schon mal direkt um. Vielleicht kriegen wir die heute auch schon direkt angeschlossen. So, die Städte haben wir. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir nach Lummerland, Mönchengladbach eine Verbindung ziehen, ob wir die nicht über Rheinbach laufen lassen und in Rheinbach vielleicht einen etwas größeren Güterbahnhof bauen und Luxemburg als Kurzstrecke nach Magdusstadt verbinden. Oder ob wir den Güterbahnhof trotzdem bei Magdusstadt lassen, dass die Züge dann einfach durch Rheinbach durchfahren müssen. Ja, ich glaube, das ergibt mehr Sinn. Dann müssen wir nicht von hier durch den Berg, über den Berg. So, schließen wir jetzt erstmal kurz Luxemburg an. Ich hoffe, das wird nicht allzu teuer, indem wir eine Brücke bauen. Einmal kurz gucken. So, hier sind die Wohngebäude. Ziemlich östlich jetzt so ausgesehen. Dann einen schönen Kopfbahnhof. So. Dann kommt hier jetzt schon direkt der Busbahnhof hin. Ja, passt das? Jawohl. Und vielleicht kriegen wir dann auch, ah, perfekt, wenn da die Industrie noch ansässig ist, können wir hier schon mal andersrum vielleicht. So. Könnten wir hier vielleicht schon direkt auch noch mal einen Kopfbahnhof machen für den Güterverkehr. Damit wir später ein oder zwei Gleise haben, die über das Wasser führen. Und von dort aus sich die Züge dann aufteilen. Einmal zum Güterbahnhof und einmal zum Personenbahnhof. Nehmen wir auch das vierte Gleis, wäre es ja sozusagen. Wollen wir jetzt um die Fabrik rum oder nicht? Ne, wollen wir nicht. So, der Zug oder die Züge werden ja dann später langsamer durchfahren, also könnten wir eigentlich auch eine enge Kurve machen. Ich denke mal, wir werden jetzt einfach geradeaus auf den Passagierbahnhof zusteuern und dann einmal einen kurzen Schlenker nach rechts machen. Heißt es nur hoffen, dass es günstig bleibt und wir im Notfall auch direkt Schiffe durchfahren lassen können. Ja, schön Kollisionenangleichung, das gefällt mir auch immer. So, Brücke wäre da. Und also wenn es gelb ist, können da keine Schiffe durchfahren. Wenn es grün wäre, könnten da Schiffe durchfahren.
Wollen wir am Anfang überhaupt mit Schiffen spielen? Sonst können wir die Brücke eh später nochmal austauschen. Okay, wir haben auch noch eine Brückenpfeiler-Kollision. So, wo ist das Rot? Okay, die Brücke ist im Wasser. Okay, dann machen wir es so, dass wir hier vorher schon mal ein bisschen was. So, jetzt hier schon mal leicht hoch. Ah, ja, guck mal, jetzt fassen sogar die Schiffe durch. So nicht, also müssen wir. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Oh, 1,900.000. So, mal ein Stückchen nach rechts, so. Ja, Schiffe passen durch. Würde ich sagen. Kommen wir nicht schon vorher auf den Boden? Ah, wir sind noch ziemlich hoch, aber dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir schnellstmöglich flach werden. So, einmal. Wie machen wir das jetzt mit der Brücke am besten, dass es kostengünstig ist? Wir könnten, wenn wir von Rheinbach kommen, wir hier am Wasser entlang das Ganze führen. Ach nee, wir wollten ja einen Güterbahnhof bei Marktusstadt machen, dann bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, als über den Fluss hier mitzugehen. Gucken, ob wir günstig. Ja, meine Maus spinnt ein bisschen, also das Mausrad, deshalb zoomt der ab und zu ungewollt ein bisschen zu viel oder zu wenig raus. So, das würde funktionieren, ja. Wenn wir das jetzt erstmal alles eingleisig lassen. Die Brücke würde ich am Anfang eh eingleisig lassen, damit wir noch ein bisschen Geld sparen. So. So, Stadt 1 wäre angeschlossen. Ich denke mal, wir können noch mal direkt einen Zug fahren lassen. Depot hatten wir bei Rheinbach, gut. Machen wir hier jetzt nochmal eben ein. Ja, war das da? Da. So. Machen wir schon mal die Linie. 1, 2. Stadt Luxemburg. Ja, wenn man sich mit den Dimensionen nicht ganz verschätzt, könnte das ja fast schon der Bodensee sein. So, jetzt den machen wir noch eben den Nahverkehr, damit da schon mal die ersten Gäste unterwegs sind. So, Einwohner 214, na gut, ich denke mal, dann werden es auch wieder 5 Busse werden. So, hier fangen wir an. Ich glaube, wir müssen hier nochmal eine Straße bauen. Ja, das wären mir doch ein paar zu viele Gebäude, die wir außer Acht lassen würden. Dann fahren wir einfach eine große Kurve. Und hoffentlich wenig Haltestellen. Na, dich kriegen sie nicht? Oder haben die schon durch den? Genau. So, jetzt noch das Depot. Wie immer ein bisschen außerhalb der Stadt. Ich denke mal hier hinten. Wenn es ein bisschen hierher hinterher zugebaut ist, dann sollte das auch nicht gerade stören. Ist ja bis jetzt noch genug Platz. So, 5 Busse. 1, 2, 3, 4, 5. Linie zuweisen, neue Linie. 1, 2, 3, 4, 5. Luxemburg Bus 1. So, Busse sind unterwegs. Also wir haben in Marktusstadt haben wir jetzt 261.
Einwohner und hier hatten wir 214. 1,7 Millionen haben wir noch zur Verfügung. So, ne, wo hatten wir denn unser? Ach, stimmt, wir hatten das Zugdepot in Jump City. Na gut, dann haben wir jetzt ein paar Schienen unglücklicherweise gebaut. So, falls wir noch mal einmal ins Depot wollen, einmal hin und einmal zurück. So, dann gucken wir jetzt einmal, ob wir jetzt mittlerweile, ich glaube, neue Fahrzeuge. Ne, gerade war einmal Autosave, da sieht man daran, wenn es hier oben ein bisschen langsam lädt. Und wenn man beim Zug mitfährt, dass es dann doch schon einmal stehen bleibt. Ich denke mal, wir bleiben trotzdem. Was haben wir denn sonst? 50 km/h. Okay, das wäre schon fast ein Drittel. Wir haben auch Wagen, die 50 fahren, ja. Also wenn wir davon 5 nehmen, hätten wir 40 bei 200 Leuten, das wären 20%. Ich denke mal, das sollte erstmal reichen für den Anfang. So. Linie zuweisen. Wenn jetzt hier oben eine Fehlermeldung gekommen wäre, mit kein Weg, dann hätte ich irgendwas falsch gemacht, was die Schienen angeht. Aber Gott sei Dank klappt das auf Anhieb so. So, einmal gucken, wo der andere Zug ist. Nicht, dass sie sich gegenseitig aufhalten, weil wir noch keine Signale gesetzt haben. Nee, scheint frei, der Weg scheint frei zu sein. So. Ja, wie wir jetzt sehen, es geht voran. Hier am Bahnhof warten schon. Oh, der Zug hat uns schon 420.000 gebracht. Nicht schlecht. Ja, hier ist mittlerweile am Bahnhof schon alles zugebaut. Vorhin stand hier noch ein Gebäude, als wir die Folge angefangen haben. So, und er nimmt mit. Schon voll. Okay. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir mal fix die anderen beiden Städte noch an. Verschieben dann den Güterbahnhof und die Güter auf die nächste Folge, damit wir erstmal die angeschlossen haben, dass wir dann unsere dritte Person Zugstrecke haben. Und dann können wir auch, glaube ich, hier fast schon einen zweiten Zug draufsetzen. Wir warten denn jetzt hier 5, okay. Ist noch nicht so viel. Aber naja, machen wir jetzt erstmal die Bahnhöfe, so Lummerland. Ich denke mal, Lummerland könnte. Mal gucken. Ich glaube, Lummerland. Was haben wir denn? Hier haben wir eine Höhe von 153 Metern, 144, 175. Entweder machen wir von Mönchengladbach nach Niederkassel später noch einen kleinen Weg oder von Lummerland nach, obwohl wir könnten bei beiden zu beiden eine kleine Verbindung machen. Dann will ich auf jeden Fall von Lummerland nach Mönchengladbach, das heißt, wir sind schon mal bei 3 Gleisen. Und Wille-Bad-Dessen will ich, oder Weißwasser, na gut, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall 4 Gleise. Gut. Hier brauchen wir 4 Gleise. Eigentlich müssten wir hier den Bahnhof hinsetzen, aber ich hoffe mal, es wird nicht allzu teuer durch die Terrainangleichung. So, zweiter Straßenanschluss. Ja, sieht ganz gut aus. So, dann setzen wir den direkt. Bevor ich das jetzt wieder vergesse. Rheinbach sah es ja gerade schon ziemlich zugebaut aus. Mal gucken, ob das die erste Stadt wird, die dann auf der anderen Seite des Bahnhofs neue Häuser hat. So, das ist jetzt nämlich Autosave. Jetzt dauert es erstmal einen Moment. So. Okay, wir haben eine Lok. Gucken wir uns mal an gleich, wenn wir hier eine Linie draufsetzen wollen. So, Mönchengladbach haben wir gesagt, machen wir noch nach Niederkassel. Ja, hier müssten wir
um den Bauernhof herum wären wir auch fast in Nummerland. Das heißt, wir bräuchten Endenlinie hier, einen zweigleisigen Bahnhof. Gucken wir mal kurz. So. Hier sind viele Wohngebäude. Da könnte man mal einen schönen Kopfbahnhof nehmen. Wenn das jetzt auf Anhieb passen würde, ne? Ah, schade. Aber ganz gerne hier noch so eine kleine Straße drumherum haben für den Bus später. Oder was heißt später? Eigentlich können wir das jetzt auch direkt machen. So, Straßendepot setzen wir einfach mal. Erstmal will ich das Gleis setzen. Ich denke mal, wenn wir mit 60, fast 70 um die Kurve fahren, reicht das. Kommt das Straßendepot direkt da dran. Ja, erstmal brauchen wir jetzt die Haltestellen. Hier fangen wir an. Wieder schön rechts rum oder ausnahmsweise mal links rum. Machen wir ausnahmsweise mal links rum. Ach, die beiden haben wir nicht. Ja, so. Zwei Haltestellen zwar knapp hintereinander, aber dann haben sie halt eine kleine Entscheidungsfreiheit. So, die haben wir bis. Wie kriegen wir denn hier? Haben wir. Machen wir jetzt hier noch in der Kurve. So. Rechte Seite, rechte Seite, rechte Seite. Ja, überall auf der rechten Seite. Noch spielt das Geld auch mit. Ich denke mal, wir müssen gleich einen Kredit aufnehmen, wenn wir die Gleise, wenn wir die Gleise verlegen. So, 1, 2, 3. So, bei Gladbach wurde sich gewünscht, dass die Busse in grün fahren. So, dann machen wir jetzt schon mal eben Lummerland. Da wurde sich auch grün gewünscht, allerdings eine Tram. Müssen wir jetzt gleich nochmal die Straße ein bisschen. Obwohl es hieß ja Lummerland, passt vom Namen her, damit es alt aussieht. Zu den alten Lokomotiven, die wir noch haben, 1902. Das heißt, wir könnten Trams nehmen, die nicht elektrisch fahren, sondern einfach nur eine Schiene haben. Dann haben wir erstmal wieder einen Bahnhof. Ein Busbahnhof, so zwei sollten. Ich setze hier noch bewusst auf die Seite. Dann kann die Stadt irgendwann, wenn sie will, hier noch eine Straße lang bauen. Tramdepot. Das setze ich jetzt mal nicht zu sehr außerhalb, je nachdem, wie viele Straßen ich ändern muss. Ich glaube, hier kann man auch fast eine kleine Verbindung machen, damit wir später alle Gebäude angeschlossen haben. So, jetzt einmal gucken, was wir überhaupt als Auswahl haben. Ich glaube, die ganz große wird dann nicht zu Lummerland passen. Was haben wir denn hier? Die Stadtbahnhalle oder die Dampfbahn? Ich denke mal, der Hans wird sich über die Dampfbahn freuen. Überall haben wir 5x8 waren das, glaube ich, Kapazität. Mal kurz nochmal gucken. 6, okay. 6x5, 30. Wenn wir dann hier 4 Stück fahren haben. Schon einmal gucken gleich, was hier steht. Ja, ich glaube, wir brauchen einfach nur die Schiene dann. Das heißt, wir machen jetzt erstmal kurz die Haltestellen, damit wir wissen, wo wir überall lang müssen. Hier würde ich jetzt ganz gerne doch nochmal rechts rumfahren.
Ich wollte jetzt einmal die machen, um zu gucken, ob wir mit einer Haltestelle beide Straßen abgedeckt kriegen. So, können wir die hier noch machen? Ja, ich denke mal, dann fahren wir einmal den großen Weg. Und noch einmal hier, falls hier nochmal Gebäude entstehen. So, jetzt Straßen. Tramgleis, ja. Das mache ich gleich, nachdem ich die Linie gemacht habe, denn ab und zu entscheiden sich dann doch ein bisschen anders fahren zu wollen, als ich das gedacht habe, und dann kommt da kein Weg. Dann mache ich jetzt erstmal die Linie. Oh, hier haben wir die Linie noch gar nicht umbenannt von Mönchengladbach. Mönchengladbach Bus 1. So, dann jetzt aber neue Linie. 1, 2, 3, 4, 5. Lummerland Tram 1. So, natürlich haben wir etwas anderes Grün. Nehmen wir mal das hier. Ich hoffe, das gefällt. So. Und jetzt hier rein. Mal gucken, ob das ohne Fehlermeldung dann jetzt funktioniert. Ah, die ist sogar in grün, das passt sogar. Ach. Eine kurze Pause. Auf jeden Fall gut versteckt. So, jetzt gucken wir einmal, ob die auch vielleicht in anderen Farbe ganz gut aussehen. Jetzt haben wir die noch. Gut, dann gehen wir hier hin. Ja, ich glaube, so hell sieht nicht aus. Ja, die Farbe hatten wir als Linienfarbe. Ich hoffe, so ein bisschen heller gefällt dem Hans besser. Also wenn ihr Wünsche habt bei einer Stadt, was eure, ob Bus, Straßenbahn oder was auch immer für eine Linienfarbe oder Fahrzeugfarbe, meldet euch gerne. Ich ändere das dann um. Kann ich auch gerne alles offline machen, dann geht nicht so viel Zeit verloren, weil wir sind jetzt schon eigentlich über 20 Minuten. Aber ich versuche jetzt nochmal trotzdem auf jeden Fall die Gleise noch zu bauen, damit der erste Zug schon mal fahren kann. So, hier versuche ich mich direkt mal an der Straße anzupassen. 120 km/h, so. Ja, gut. Aber hier hinten. Okay, wenn wir Uckermühle nicht gerade mit Schiffen anschließen wollen, kann die Straße erstmal, beziehungsweise die Straßen erstmal so bleiben. Wir müssten, glaube ich, ja die andere Straße dann auch nochmal erneuern, oder? Ja, hier sieht man auch, dass es gelb ist. Vielleicht kommen wir. Ah, ne, ich glaube nicht, dass wir komplett ohne Kredit auskommen. Jetzt das Gleis anbinden oder die drei Städte miteinander verbinden können. Ich werde auch dann einfach nochmal ein neues Depot setzen, weil bis die Züge dann von Jump City hier unterwegs sind, könnte doch ein bisschen dauern. Das Gleis ist ja hier ganz, okay, da passt keins mehr, das heißt, das wird später dann die Verbindung zurück sein, wenn wir es dann mal zweigleisig haben. So, ja, jetzt brauchen wir einen neuen Kredit, 1000 haben wir nur noch. So.
Lummerland ist angeschlossen. Dann fahren wir jetzt nach Mönchengladbach. Oh, hier wollen sie echt eine Brücke haben. Ja, kleines Tal. Das ist irgendwie günstiger. Ah, okay, das Aufschütten günstiger als Brücke. Ah, nicht viel. Ich glaube, dann machen wir lieber eine Brücke. Sieht schöner aus. Also wie ihr vielleicht seht, ich nehme immer die unterste Brücke, denn die hat eine höhere Höchstgeschwindigkeit. Wir wollen ja auch später die 120 komplett ausnutzen können. Dann später uns um das Brot kümmern, beziehungsweise die Lebensmittel. Das wird aber dann wirklich erst in der nächsten Folge sein. Dann springe ich jeglichen Rahmen, den ich mir vorgenommen habe. Vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen günstiger hin. Ja, so kann man Geld sparen. So, das haben wir auch. Ich denke mal, wir machen, wenn wir bei Jump City unten ein Depot haben, machen wir hier oben bei Mönchengladbach auch nochmal eins hin. Das denn? Ich glaube, das machen wir auch relativ stadtnah. Theoretisch müssten ja Leute arbeiten und ich glaube, dass also mir gefällt es nicht ganz, wenn das irgendwo sehr, sehr weit abseits steht. So. Gucken wir uns einmal die neue Lok an, die wir gerade gekriegt haben. 100 km/h, 2,47 Millionen. Lohnt sich die denn? Wir haben eine lange Strecke eigentlich vor uns. Rheinbachs Einwohnerzahl wird bestimmt gewachsen sein. Ja, 300 Einwohner, Lummerland 366 sogar, Mönchengladbach 221. Es geht berghoch. Warte, einmal mal gucken. Wir sind jetzt hier bei 175 Meter ungefähr und Rheinbach liegt auf 100 Metern. Ich denke mal, alleine wegen der PS-Zahl werden wir dann mal versuchen, einfach mal die teure, dass die sich rangiert. Obwohl, einmal noch kurz. Was kostet denn? Okay, das ist natürlich auch ein deutlicher Unterschied. Ja, ich glaube, dann bin ich. Ich glaube, dann bleibe ich bei 60 km/h. Dann die würde sich nicht lohnen, da haben wir 40 km/h, die schneller fahren könnte, aber die Waggons nicht können. Nee, ich glaube, dann werden wir hier auch nochmal und bei Bedarf rüsten wir einfach aus. So, starten wir in Gladbach. Also irgendwie möchte der mir, glaube ich, pink andrehen als Linie. Schon das dritte Mal in Folge vorgeschlagen. So. Von Rheinbach nach München. Ne, das habe ich da nicht. Kriege ich das denn gut abgekürzt? So,
Ich google, glaube ich, mal, wie man das schön abkürzt. Darf jetzt bestimmt eine Abkürzung geben. Aber jetzt haben wir noch 1,5 Millionen, die wir wieder zurückzahlen können. Wir haben jetzt 12 Millionen Schulden. Ich hoffe mal, das rentiert sich irgendwann. Sonst gehe ich beim ersten Versuch pleite. Auf einfach. Ich glaube, das haben auch noch nicht so viele geschafft. Ja, wir haben jetzt eine relativ lange Folge schon hinter uns. Ich glaube, wir machen da jetzt auch schon Schluss. So, das war jetzt ein bisschen schneller. Einmal um zu gucken, wie der so um die Kurve fährt. 58 km/h, dann wird er jetzt Gas geben und runterfahren. Ja, ansonsten war es das jetzt erstmal. Dann werde ich jetzt auf jeden Fall in der dritten Folge mich dann um Güter kümmern. Wie auch eigentlich schon in der Folge geplant, um Lebensmittel. Und ansonsten müssen wir, glaube ich, echt noch nebenbei eigentlich kann das Spiel nebenbei mal ein bisschen laufen, so. Ja, hier müsste es mit den Bussen gerade klappen. Bei Magdusstadt müssten wir vielleicht noch ein, zwei Busse mehr auf die Linie setzen. Bei Rheinbach auch. Aber das machen wir alles beim nächsten Mal. Wir sind jetzt bei sogar einer halben Stunde angelangt. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bei Tipps, Fragen, meldet euch gerne bei mir. Ja, wir haben jetzt wieder neue Städte zu vergeben. Damit wir wieder welche anschließen können, bin ich wieder auf eure Hilfe angewiesen. Falls ihr mal einen Zug oder sowas nach euch umbenannt haben wollt, kann ich das auch gerne machen. Dann heißen die nicht einfach nur Zug 1, Zug 2 etc. Ja, ansonsten, heute haben wir Sonntag. Da montags ja eigentlich der schlimmste Tag der Woche ist, wird es morgen auch nochmal eine Folge von mir geben. Und da werden wir uns dann hoffentlich um die Industrie kümmern können. Wie viele Städte wir direkt versorgen können, werden wir dann sehen. Ich hoffe, dass ich dann wieder bei 20 Minuten ungefähr bin. Ja, ansonsten habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao!